Hallo allerseits und herzlich willkommen. Vor knapp 25 Jahren wurde der Internationale Tag gegen die Homophobie ins Leben gerufen. Und jetzt mag der ein oder andere von euch vielleicht denken, ja, braucht es denn eigentlich diesen Tag noch? Es gibt doch Ehe für alle, es gibt bekennende Homosexuelle in der Politik, in der Wirtschaft, im öffentlichen Leben. Und ich kann mit meiner Frau und unseren beiden Kindern jeden Tag hier ins Büro kommen, von unseren Wochenenden erzählen. Ich kann durch die Stadt gehen. Wir schicken unsere Kinder sogar auf eine katholische Schule. Ja, es ist doch alles gut. Ja, die nächsten 90 Minuten werden zeigen, dass das nicht alles so richtig toll ist und dass der Tag immer noch eine wahnsinnig große Berechtigung hat. Mein Name ist Jannika Bock. Ich bin bei Google Deutschland für die Zusammenarbeit mit dem deutschen Handel verantwortlich und ich habe dazu die ganz tolle Aufgabe, als Executive Sponsor für unser Pride at Google Netzwerk zu fungieren. Und genau dieses Netzwerk hat heute gemeinsam mit GLAM, dem LGBTQ-Netzwerk von McKinsey, ihr seht da oben auf der Leinwand für diejenigen, die hier im Raum sind oder für euch in der Videokonferenz, die beiden nett winkenden Herren Peter und Ralf. Das sind unsere lieben Kollegen bei McKinsey, die das GLAM-Netzwerk vertreten. Und gemeinsam mit GLAM organisieren wir Pride at Google schon jetzt das dritte Mal anlässlich des Internationalen Tag gegen Homophobie eine Podiumsdiskussion. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder ganz tolle Gäste haben. Die werde ich auch gleich vorstellen. Aber vielleicht schon einen Moment vorweg. Ich habe ja gefragt, ob es diesen Tag noch braucht. Und wenn man sich mal ein bisschen in der Welt umschaut, dann sieht man, dass es immer noch 41 Länder weltweit gibt, die einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen, die dasselbe biologische Geschlecht haben, als Verbrechen klassifizieren. Und 11 Länder nehmen sich sogar heraus, die Todesstrafe dafür zu verhängen. Also eine wahnsinnige Notwendigkeit, weiter über das Thema zu reden. Aber es sind nicht nur diese extreme Verbrechen, Todesstrafe. Wir können noch viel dichter in unserer Umgebung gucken, beziehungsweise andere Ausprägungen wahrnehmen. Der ein oder andere wird es vernommen haben. 2021 hat unser Nachbarland Polen mit mehr als 80 Kommunalverwaltungen beschlossen, dass die eigene Kommune eine LGBTQ-freie Zone ist. Das heißt, sie haben sich offen dazu bekannt, LGBTQ nicht nur nicht zu unterstützen, sondern regelrecht zu verbieten in ihren Gemeinden. Oder aus London hat uns eine Zahl erreicht, dass in einem Jahr die Anzahl an Verbrechen, die ihre Grundlage oder ihren Ursprung in der Homophobie haben um 22% gestiegen sind. Und ich selbst muss auch mal erleben, dass jemand hier in Deutschland in meinem Umfeld Homosexualität mit Pädophilie gleichgesetzt hat. Also es gibt immer noch diese Momente und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute, ihr habt schon an den Uniformen vielleicht erkannt, zwei Kollegen, nämlich Marco und Petra vom Landeskriminalamt hier heute haben, die hauptberufliche LSP, oh Gott, ich kann dieses Kürzel nicht, LSBTI-Vertreterinnen sind. Wir werden gleich von euch erfahren, was es genau damit auf sich hat. Aber sie werden uns auch Einblicke geben können, wie ist denn eigentlich die Lage in Deutschland? Wir haben darüber hinaus noch zwei weitere ganz tolle Gäste. Zum einen die Andrea Lederer, die hier im Hamburger Google-Büro sitzt, die E-Commerce-Verantwortliche bei Douglas. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, Andrea. Und wir haben Chivachi per Videokonferenz eingewählt. Ich würde dich jetzt einmal bitten zu winken, damit alle Kollegen und Kolleginnen schon mal wissen, wer du bist. Hallo, ich Chivachi bin's. ist, hallo, ist Chief Data Officer bei der UniCredit. Und ich freue mich ganz doll, dass ihr hier seid. Vom Ablauf her wird es so sein, wir haben Kollegen und Kolleginnen aus dem GLAM und dem Pride at Google Netzwerk, die werden jetzt die einzelnen Gäste interviewen. Und dann, da könnt ihr schon mal aktiv werden, werden wir danach die Möglichkeit haben, eine größere Diskussionsrunde zu machen, wo ihr in der Videokonferenz einfach eure Hand heben könnt oder eine Frage in den Chat schreiben könnt oder hier vor Ort euch melden könnt, dass wir dann mit dem Mikrofon zu euch gehen können und Fragen stellen könnt. Den Anfang für die Interview- und Diskussionsrunde macht
Janett, meine liebe Kollegin, die Petra und Marco interviewen wird. Vielen Dank und ganz toll, das wollte ich noch sagen, dass ihr alle hier seid, sowohl hier im Raum als auch per Videokonferenz eingewählt. Ich sage immer, ohne Allies wären wir nichts. Deswegen freuen wir uns ganz, ganz doll, dass ihr heute hier seid und eure Zeit diesen für uns und unser aller hoffentlich wichtigen Thema widmet. Vielen, vielen Dank. Petra, Marco, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ihr seid die LSBTI-Ansprechperson beim Landeskriminalamt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Heute Morgen beim Frühstück saß ich mit meiner 6-jährigen Tochter zusammen. Ich habe gesagt, hey, heute darf Mami auf der Arbeit mit der Polizei sprechen. Und die hat direkt geantwortet, oh, dann kannst du denen ja erzählen, dass du im Tunnel zu schnell gefahren bist und dabei fotografiert worden bist. Und dann meinte ich, ich weiß nicht, ob das so zu eurem Hauptaufgabenbereich gehört, wahrscheinlich nicht. Aber erzählt ihr doch am besten selber, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie sieht euer Alltag aus? Was sind deine eure Aufgaben? Ja, genau. Das kannst du uns natürlich auch erzählen, dass das passiert. Ja, was machen wir? Kurz zur Einleitung. Marco macht das jetzt seit 5 Jahren, dieses Amt. Ich habe ein Jahr später angefangen, also 4 Jahre zusammen. Und wir haben uns die Aufgaben, es gibt keine genaue Aufgabenbeschreibung. Wir haben uns aber im Prinzip so auf die Fahnen geschrieben, dass wir mit der internen Ausbildung unseren Schwerpunkt erstmal legen. Weil das Ziel ist, dass wir euch und die Zivilbevölkerung wieder dazu animieren können, sich zur Polizei zu trauen und eben nicht nur zu uns, bei uns kann man auch Strafanzeige stellen, sondern letztendlich auch zu den Wachen und also Polizeikommissariaten. Dafür braucht es aber natürlich eine Schulung, weil ich kann es durchaus verstehen, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, trans, inter, die sexuelle Orientierung ist in der Regel noch so bekannt, geläufig, was das ist und welche paar Begriffe sind da auch bekannt, aber wenn wir bei Trans und Inter tiefer einsteigen, dann hört es meistens auf. Und da klären wir eben drüber auf, weil es hat ja auch durchaus Auswirkungen wie für den Umgang, wie bei der Ansprache los und bei Maßnahmen, wenn wir dann eben leider auch mal durchsuchen müssen. Da müssen wir ja eben wissen, was bedeutet denn Trans oder Inter und wer trifft denn diese Maßnahme, wie läuft das Ganze ab? Also Aus- und Fortbildung ist eben der eine Schwerpunkt. Jede wir haben noch Auszubildende und Studierende, die werden einmal von uns beschult, zum Thema Hasskriminalität auch noch, das ist der zweite große Block. Und wir gehen auch an die Polizeikommissariate, wo es dann letztendlich irgendwann so sein soll, dass es da noch eine kurze Wiederholung ist. Da wir das aber erst seit 4 Jahren machen, haben wir mit Sicherheit noch nicht alle ungefähr 10.000 KollegInnen erwischt. genau, das müssen wir weiter machen. Nein, mag ja nicht. genau, Aus- und Fortbildung. Hatte ich eben schon kurz erwähnt, wir möchten gerne das Dunkelfeld aufhellen. Und da gibt es ja nun verschiedene Gründe, warum zeigen Menschen aus der LSBTIQ-Community nicht an. Das ist eben einmal Vorbehalte natürlich gegenüber der Polizei aus geschichtlichem Hintergrund. Paragraph 175 gab es ja bis in die Anfang 90er und die Polizei Hamburg hat auch bis Anfang 80er diese Unzucht zwischen Männern, wem das jetzt nicht geläufig ist, auch verfolgt durchaus. Und das hat natürlich Auswirkungen bis heute, also Vorbehalte. Dann natürlich die verschiedenen Phasen, in denen ich mich selbst befinde. Ich muss mich vielleicht outen, wenn ich etwas anzeige und bin eigentlich mir selbst noch gar nicht so klar und nur mit meiner Partnerin, die weiß das oder der oder die Person und zu Hause weiß es noch niemand und da gibt es ja die unterschiedlichen Gründe. Nicht verstanden werden, die Angst zu haben, dass es nicht ernst genommen wird, weil es doch nur eine Beleidigung, ne? Also bitte in Anführungszeichen verstehen. Das sind so die verschiedenen Gründe natürlich, die dazu führen. Und da versuchen wir eben in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Community-Einrichtungen
aufzuklären und daran zu arbeiten, dass wir sagen, hey Mensch, wir bilden uns fort, traut euch wieder zu uns und wenn nicht schon direkt an die Wachen, dann bitte wenigstens zu uns. Wow, also eine ganze Menge macht ihr. Schön, dass es euch gibt, schön, dass es eure Position gibt, erst einmal. Jannik hatte eingangs schon angesprochen, wir leben hier in Hamburg 2023. Unity wird ja auch gerade oft, hey, warum steckt ihr da noch Ressourcen rein? Gerade ihr habt sicherlich ein paar Laden praktisch. Ne? Ja, das haben wir mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal Statistiken aus den letzten Jahren für Deutschland auf jeden Fall nochmal mitgebracht. Also um noch einmal so auf diese Zahlen ein bisschen zurückzukommen und mal so einen Einstieg zu finden. In der Regel ist es so, wenn eine Straftat passiert, das wird in Deutschland unter dem Gebiet der politisch motivierten Kriminalität erfasst. Das ist eine besondere Statistik. Das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Das ist die allgemeine Polizei. Ja, da gibt es dann noch die allgemeine Polizei, die Polizei. Jetzt habe ich die Kriminalstatistik, da werden diese Fälle also nicht erfasst, sondern das ist eine besondere Statistik. Wir hatten im Jahre 2020, jetzt einmal auf ganz Deutschland gesehen, 578 Straftaten, die sich gegen die Sexualität. Dann hatten wir 2021 schon 870 Taten, das war ein Zuwachs von über 50%. Und dann hatten wir 2022, das sind die Zahlen jetzt relativ neu erfasst, das waren jetzt über 1000 Taten, 1005 Taten und das war nochmal ein Anstieg von über 15%. Also hier geht es um das Themenfeld sexuelle Orientierung. Bei der geschlechtlichen Identität, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also die Zahlen in sich zwar niedriger, aber da ist der Anstieg deutlich höher. Wir hatten 2020 beispielsweise 204 Taten über die sexuelle Identität bzw. eben Geschlechtsidentität und 2021 hatten wir schon 340 Taten, was hier jetzt zu diese Zahlen an sich wirken jetzt erst einmal schon mal erschreckend, wenn man sich jetzt aber auch einfach mal das Dunkelfeld dazu zieht, also Dunkelfeld, alle Straftaten, die der Polizei nicht angezeigt werden, dann wird das Ganze noch viel erschreckender, weil das Dunkelfeld soll in Deutschland bei um und bei 90% liegen. 90% der Straftaten, die irgendwie diesen Hasskriminalitätscharakter haben, gegen die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtlichkeit, werden nicht angezeigt. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist fast überall, auch in Europa, in westlichen Staaten so. Das ist eine sehr, sehr initiierte Erhebung drüber. Die Europäische Menschenrechtskommission hatte eine Studie dazu in Auftrag gegeben, das war 2021, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort hat man eben eine repräsentative Befragung durchgeführt unter der LSBT-Community und in fast allen Ländern der Europäischen Union waren die Zahlen ähnlich. Also wir hatten immer ein Dunkelfeld von weit über 80%, 90%. Das macht das Ganze natürlich so schwierig. Hier kommen wir natürlich auch gleich zu dem Punkt, wo liegt hier die Problematik? Die Problematik ist natürlich die, das subjektive Sicherheitsgefühl. Das, was man so fühlt, wenn man auf die Straße geht, das reicht immer ganz stark ab. Und das merken wir halt auch immer ganz deutlich bei unseren Netzwerkterminen, wenn wir mit der Community sprechen, wenn wir bei der Community Vorträge halten, Workshops machen oder ähnliches. Wir merken halt immer, es ist eine Unsicherheit da, es gibt Bereiche, da fühlt man sich nicht wohl. Und das spiegelt halt auch einfach wieder, dass diese Zahlen, die wir hier erfassen, nicht die Lebensqualität spiegeln. Und wir wollen halt mit unserer Arbeit versuchen, eben diese Zahlen zu erhellen, dieses Dunkelfeld aufzubrechen, um halt wirklich ein realistisches Abbild zu bekommen, was passiert tatsächlich. Ja, spannend. Also auch gut zu wissen, die Zahlen sind schon erschreckend, das Dunkelfeld ist trotzdem noch riesig. Deswegen umso wichtiger, dass es euch auch um die Werbetrommel dafür zu kommen, dass die Leute mehr Anzeigen aufgeben, richtig? Genau. Also wir, man muss sich ja immer das so vor Augen führen, Politik, Behörden, das ist ja auch immer, das ist ja so ein Spiel. Und wenn ich keine Zahlen habe, dann suggeriert das immer den Eindruck, es sei doch alles in Ordnung. Das ist die Problematik, die wir haben. Da kann man dann sagen, so, es passiert doch gar nichts. Was ist denn das Problem? Wo liegt denn da der Hase im Pfeffer, um das einfach mal so ganz salopp zu sagen? Und
wir müssen diese Zahlen machen. Das ist auch unsere Arbeitsgrundlage. Wir müssen sehen, wo passiert was, wo müssen wir polizeilich gegensteuern, wo müssen wir präventiv arbeiten, wo müssen wir präsent sein. Das ist eben ganz wichtig, weil eben Anzeigen sind nicht nur da, um im Prinzip die Strafverfolgung voranzutreiben, es sind auch Arbeitsgrundlagen für uns als Behörde, um überhaupt ein Abbild zu schaffen, was passiert wirklich in der Realität. Also hier nochmal ein Appell an alle, meldet Vorfälle, wenn ihr was seht. Das ist ja auch ein Teil der Zivilcourage. Wie gesagt, eure Position ist total wichtig. Wie kam es denn, dass, ich glaube, seit Juni 2016 gibt es 2 Vollzeitstellen beim Landeskriminalamt in Hamburg allein. Und vorher waren das Nebentätigkeiten. Wie kam das? Wo kam der Push her? Wurde das vom Senat gepusht oder war das intern bei euch? Solche Veränderungen passieren in der Regel aus der Community, aus der Zivilbevölkerung in Zusammenhang mit der Politik. Und so ist das dann passiert. 2016 im Zuge des Aktionsplans zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Wer den nicht kennt, ist auch ganz interessant mal zu schauen. Da ist eben auch Zivilgesellschaft, Politik, Behörden zusammen erarbeiten da Konzepte. Was kann jeder, jede tun, um die Situation zu verbessern? Und das wird auch evaluiert und geschaut. Jeder bringt sich dort ein. Kann man einfach unter Aktionsplan im Internet sich mal anschauen. Eigentlich wollten wir einen mitbringen. aber wie gesagt, ihr seid von Google, ihr könnt googeln. Ja, also so passieren Veränderungen und das ist, wenn man sich vorher gar nicht mit Politik beschäftigt hat, so intensiv wie wir, ist es super interessant, wie mühsam das ist und wo die Impulse herkommen. Die kommen nämlich aus der Bevölkerung und nicht von intern. Gut zu wissen, dass wir da auch einen großen Einfluss haben. Und mit welchen Organisationen arbeitet ihr generell zusammen? Da haben wir also einmal als große Organisation haben wir das Magnus-Hirschfeld-Zentrum am Borgweg, Beratungsstellen für alle außer Inter. Ich glaube, da sind sie immer dran am Arbeiten. Treffs, Cafés, Beratung, also alle Bereiche so ganz gut abgedeckt. LSVD, Opferhilfeeinrichtung, Weißer Ring, also Opferhilfe selbst und Weißer Ring, Hein und Fiete, die AIDS-Hilfe, eigentlich, ja. Also alle großen alle Hamburger, Player, sag ich mal, die so im Hamburger Hilfenetzwerk sich befinden. Also das ist, ja, glaube ich, viele zum Glück. Spannend. Wie ist denn das, wenn sich jetzt jemand bei der Polizei bewerben möchte? Was hat sich da bei den Einstellungskriterien geändert in den letzten Jahren? Ihr hättet da ein paar Storys erzählt beim Prep-Gespräch. Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, also wir müssen ja einfach mal so uns angucken, bis 1990 bzw. 1992 war ja Homosexualität noch eine psychische Erkrankung. Das wäre grundsätzlich ein Ausschlusskriterium gewesen, um den Polizeikorps zu war mit einer psychischen Erkrankung darf man eben bei der Polizei grundsätzlich nicht anfangen. Das ist so ein schöner Katalog, was dann da alles drin ist, das ist ja zum Glück weggefallen. Aber wir hatten, es gibt bei uns eine Vorschrift, die nennt sich PDV 300 und da stand bis vor kurzem auch noch drin, dass die Voraussetzungen für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst und die gilt auch bundesweit bei Männern das Vorhandensein von zwei funktionierenden Hoden, das musste man mitbringen, um halt in den Polizeivollzugsdienst mit aufgenommen zu werden. Damit waren natürlich Transpersonen von vornherein aus dem Polizeivollzugsdienst ausgeschlossen. Und das sieht natürlich bei der Bundeswehr oder bei anderen Behörden ganz ähnlich aus. Das muss man sich einfach mal vors Gesicht halten. Und Hormone beispielsweise, Implantate, Brustimplantate waren ein Ausschlusskriterium. Das waren alles Gründe, warum beispielsweise da schon mehr oder weniger auch eine Diskriminierung schon dieser Person stattfand, weil von vornherein aus der Einstellung halt ausgenommen wurden. Das hat man zum Glück geändert. Jetzt ist die PDV 300 reformiert worden, so dass es jetzt auch Transpersonen möglich ist, den Polizeivollzugsdienst zum Beispiel anzugehören. Und das haben wir jetzt mittlerweile auch, was wir auch schon Bewerberinnen aus dem Bereich haben. Da kann ich noch eine Lanze für Hamburg brechen. Also Hamburg hat sich da schon vorher drüber hinweggesetzt. Also da waren wir mal gut. Und andere Länder, Bundesländer versuchen sich jetzt immer noch drüber hinwegzusetzen, indem sie dann andere Sachen finden. Also solche Beispiele bekommen wir auch. Wir sind ja mit allen Ansprechpersonen in Deutschland auch vernetzt. Das ist ein Austausch. Spannend.
Ich würde gerne weitergeben, aber vorher ein kleiner Hinweis. Wir haben ja gleich auch noch eine Q&A-Session. Ihr habt sicherlich auch viele Fragen gerade im Kopf. Von daher, Petra und Marco sind ja gleich auch noch da. Bis dahin übergebe ich an Peter und Shivaji von UniCredit. Ja, vielen Dank. Also das war schon mal ein super spannender Einstieg. Ich hoffe, wir sind einigermaßen gut zu verstehen. Ist ja manchmal mit der Akustik gar nicht einfach bei so virtuellen Formaten. Ja, und Shivaji, herzlich willkommen. Wir haben ja so einen Markus-Lanz-Moment hier. Wir dürfen per Video miteinander sprechen. Ich glaube, das nächste Mal machen wir das auch lieber in Person. Aber jetzt sind wir hier eben so zugeschaltet. Hat auch seine Vorteile. Vielleicht zum Anfang, zum Start, Shivaji, wäre es ganz interessant. Dieses Format hat ja den Vorteil, wir lernen ganz viele spannende Persönlichkeiten kennen. Und jetzt wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Du hast eine Fülle von Positionen inne gehabt, jetzt gerade UniCredit Chief Data Intelligence Officer. Willst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Das ist vielleicht auch nochmal interessant für alle. Klar. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und für die Einladung an dich, Peter, aber auch an Ralf, der immer wieder an mich denkt bei solchen Veranstaltungen. So, bin in Indien geboren und habe Physik studiert. Dann kam ich nach Deutschland in 2005, um hier in München zu promovieren in Physik. Danach bin ich zu McKinsey, Beratung gemacht für ein paar Jahre und dann nach einiger Stationen war zuletzt bei Deutsche Bank als Chief Data Officer für die gesamte europäische Region und jetzt seit kurzem, seit Januar in Mailand, bin umgesiedelt, habe 18 Jahre Deutschland genossen und jetzt Italien für die ganze Gruppe UniCredit zuständig für Data, Information sowie auch die nicht kundenorientierte Applikationen wie Risk, Finance, Compliance für diese IT-Themen zuständig. Genau, das in aller Kürze, was ich gemacht habe. Ja, das ist schon mal eine gute Einleitung zu dem, was wir jetzt gleich noch diskutieren wollen. Denn im Grunde, du hast ja eine Fülle von Stationen durchlaufen in unterschiedlichen Ländern und internationalen Settings. Was bedeutet da das Thema Outing im Beruf für dich? Also ist es eine rein Privatsache oder sagst du dir, nein, ich will im Beruf auch geoutet sein? Wie hast du es bisher gehandhabt? Ja, spannende Frage. Also ich meine, ich habe mich sehr spät geoutet, relativ spät, also mit 35. Und der Grund dafür war primär die Bestrafung von Homosexualität in Indien. Ich habe zwar in Deutschland gelebt, aber meine Eltern leben ja noch in Indien und ich war ja immer wieder in Indien und ich hatte so unterbewusst die Angst gehabt, dass gegebenenfalls wird es bekannt in Indien auch und kommt es raus oder falls ich nach Indien einreise, werde ich nicht mehr zurückreisen können oder wird es dann bestraft, wenn die Leute mitbekommen, dass ich homosexuell bin. Und deshalb habe ich mich lange nicht geoutet, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und er hat dann irgendwann gesagt, okay, wir können das nicht mehr irgendwie so aufrechthalten. Wir sind ja beide nicht mehr so jung, wir wollen ja nicht irgendwie das Ganze verheimlichen. Und dann haben wir das nach und nach herangetastet. Zum Glück, es ist kein Straftat mehr in Indien seit 2018. Und dann konnten wir da auch outen. Das war für meine Familie auch nicht ganz leicht. Aber das war der primäre Grund, warum ich mich nicht beruflich geoutet habe. Aber nachdem ich mich geoutet habe, habe ich erstmal verstanden oder erstmal überhaupt wahrgenommen, warum das so wichtig ist, sich auch beruflich outen zu können. Meine Kollegen, meine Ex-Kollegen von McKinsey haben dann sichtbar eine Veränderung gemerkt, wie ich dann gegebenenfalls teilweise auch aufgetreten bin oder Sachen hinterfragt habe, weil früher war ich viel scheuer, viel in mich selber beschäftigt und habe auch wenig Angriffsfläche angeboten.
in Beruf. Habe auch nicht versucht, oder andersrum gesagt, habe immer versucht, allen zu gefallen. Und weil unterbewusst ich keine Angriffsfläche anbieten wollte, vielleicht, keine Ahnung, aber momentan oder nachdem ich mich geoutet habe, konnte ich viel mehr mich selber sein. Und ich habe selber auch eine Produktivitätsänderung gemerkt. Man muss ja nicht immer ständig nachdenken, okay, was erzähle ich für Geschichte, was ich am Wochenende gemacht habe, mit welcher Freundin oder mit welchem Freund war ich denn diesmal unterwegs. Und das ist etwas, wo ich dann wirklich für mich die Veränderung gemerkt habe. Ja, sehr spannend. Ich glaube, damit können sich viele von uns identifizieren, mit diesem Suchen nach dem, wie bin ich offen und wie kann ich das im Beruf auch leben. Ich muss sagen, ich habe das nicht ganz Anfang an gemacht, aber am Anfang habe ich auch erstmal versucht, das Thema wegzulassen und habe gedacht, ich bin da der einzige Schwule in McKinsey. Und dann wurde mir schnell klar, so stimmte das nicht. Und insofern ging das aber auch nur dadurch, weil ich ein Umfeld hatte, das das ermöglicht hat. Und ich weiß nicht, wie du das Umfeld so im Banking wahrnimmst. Ist ja auch ein sehr internationales Umfeld. Das macht es dir wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen leichter. Ich meine, Google ist ja noch offener wahrscheinlich als alle anderen. Aber jetzt Banking, wie siehst du es da? Ja, also ich meine, ich muss fairerweise sagen, ich habe so ein bisschen ein verzerrtes Bild. Ne? Also ich bin leider oder zum Glück in diesen Unternehmen auf ein Niveau eingestiegen, wo keiner zum Glück aufs Gesicht mir irgendwie versucht zu sagen oder irgendwie etwas mir vorwirft. Aber auf der anderen Seite ist es dann gar nicht da. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Und deshalb ganz am Anfang, wie der Moderator, die Moderatorin auch gesagt hat, dass diese Sachen müssen wir immer wieder bewusst sein und auch immer wieder bewusst ansprechen. Diese Themen sind ja gar nicht sofort weg. Jetzt UniCredit als Beispiel zu nehmen. Wir haben zum Beispiel für andersdenkende Schulen, Lesben, alles zusammen eine Gruppe, das heißt Unicorn. Und das ist in allen Ländern präsent, wo wir präsent sind. Aber wir sind auch in Ungarn präsent oder in Russland präsent. Und da müssen wir auch bewusst sein, dass die Kollegen, die dann Teil der Unicorns sind, gegebenenfalls auch sehr schnell unterm Radar der Regierung kommen oder irgendwie anders behandelt werden können, ob in der Bank, aber auch außerhalb der Bank. Dadurch müssen wir sehr, sehr vorsichtig umgehen, ob das in Deutschland, Italien, Österreich ist oder in Ungarn ist, es ist völlig anders. Es ist nicht das Gleiche. Trotzdem versuchen wir, eine Bühne oder eine Plattform zu geben, damit die Kollegen das haben. Trotzdem, ob das Klienten sind, ob das Kollegen sind, kommen irgendwie so manchmal lustige Kommentare oder irgendwie lustig verkleidete Kommentare, sage ich mal. Da muss man auch, also wie ich damit umgehe, manchmal frage ich nach, wie haben Sie das gemeint, oder bin dann auch ein bisschen forsch und dann sage, okay, wie würdet ihr fühlen, wenn irgendjemand sowas sagen würde? Ich glaube, einfach stehen zu lassen, sollte man das nicht, dann fördert man umso mehr diese Reaktionen. Gleichzeitig muss man auch ein bisschen schauen, in welchem Setting man ist, Serbien oder Ungarn oder in Polen, würde ich damit auch ein bisschen anders umgehen. Gleichzeitig, wir haben jetzt seit kurzem ein Training gestartet für alle Kollegen für Unconscious Bias. Ich sage das bewusst unconscious, weil wenn ich das Conscious Bias sagen würde, dann würde ich sehr viele Kollegen in einer Schublade stecken. Dann lasse ich das lieber unter dem Deckmantel Unconscious Bias. Aber das müssen wir einfach bewusst sein, dass diese Biases gibt es, Menschen haben diese Vorurteile und wir können nicht die Welt verändern in einem Schritt, müssen aber langsam herantasten und sollten nicht die Sachen da stehen lassen. Und was ist es aus deiner Sicht, was können Firmen konkret dafür tun, also um diese Diversität zu fördern? Sind es solche Programme wie Unconscious Bias Trainings, Netzwerke, gibt es darüber hinaus irgendwas, was du gerade siehst, was man tun kann? Ich glaube, daneben, also wir machen ja
alle Unternehmen mittlerweile machen ja viel. Und ich glaube persönlich, für junge Leute ist es auch ein Value, wenn sie zu den Unternehmen kommen, dass wir diese Themen anbieten. Was können wir da machen? Ich glaube, mehr Transparenz anbieten, was für Programme wir haben, mehr Dialoge anbieten, ob das innerhalb des Unternehmens ist oder auch mit anderen Unternehmen zusammen, solche Plattformen, also ich meine, diese Themen müssen wir immer wieder präsent machen, weil je mehr wir darüber sprechen, desto wichtiger bleibt es, desto schneller können wir diese Themen auch beseitigen. Ich glaube, es gibt keine Muss-Liste, was man alles machen muss. Die Unternehmen müssen für sich auch ein bisschen schauen, wenn die irgendwie Kleinunternehmen sind, Großunternehmen sind. Die Themen sind halt ganz unterschiedlich oder die Möglichkeiten sind auch unterschiedlich. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich das richtige Weg finden. Aber das, was alle machen können, ist einfach Transparenz anzubieten, offen zu sein, das Ansprechen, wie die zwei Kollegen auch von Polizei gesagt haben. Wir müssen einfach alle möglichen Plattformen anbieten und dann für sich entscheiden, welche wir für unser Unternehmen überhaupt nutzen. Ja, und ich glaube, das andere ist vielleicht auch noch, die Leute um uns herum zu mobilisieren. Also ich meine damit einerseits Allies, aber andererseits, was ich jetzt auch erlebt habe, immer wieder... Absolut. Jüngeren Kolleginnen und Kollegen kommen nochmal mit einer ganz anderen Einstellung rein. Also ja. Wo wir uns vielleicht jahrelang einen Kopf gemacht haben, kommen teilweise auch heterosexuelle Kolleginnen und Kollegen rein und sagen, ich will mich da engagieren, weil es interessiert mich und ich will was tun. Und ja. Das finde ich großartig, das können wir nutzen und da entsteht so ein Momentum. Absolut. Absolut. Also ich meine, ich finde, nur als Beispiel, ne? Also in den Gesprächen, die ich mit diesem Unternehmen hatte, in den Interviews, direkt von dem ersten Interview bis zum CEO, das war überhaupt kein Thema, dass ich irgendwie einen Mann habe. Also wir sind ja auch aus München teilweise nach Mailand umgezogen und die Benefits, die für irgendwie Partner es gibt, das war überhaupt kein Thema, dass es irgendwie ein homosexuelles Paar ist oder heterosexuell. Ich meine, das hat denen gar nicht interessiert. Und es gibt auch andere Unternehmen, wo in dem ersten Gespräch, als ich das gesagt habe, ah, okay, nee, ich komme weder mit Kindern noch mit einer Frau, sondern mit einem Mann. Und die haben den Satz gar nicht verstanden. Und das gibt es weiterhin. Das müssen wir nur gemeinsam und mit mehr Transparenz angehen. Und wie du sagst, mit Allies, mit offenen anderen Kollegen, für die ist es auch ein wichtiger Faktor, in einem offenen, transparenten Unternehmen zu arbeiten. Absolut. Also ich glaube, es gäbe jetzt noch viele spannende Fragen zu diskutieren. Das machen wir aber gleich nochmal, wenn wir die Fragerunde hinterher machen. Dann würde ich jetzt an Jannika übergeben. Vielen, vielen Dank, Peter. Und ich muss sagen, du und Ralf macht eurem Netzwerknamen Glam mit eurem Hintergrund alle Ehre. Sieht wirklich stark aus. Jetzt freue ich mich ganz doll, Andrea, dass wir miteinander sprechen können. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja, ich weiß, du bist ganz, ganz viel international rumgekommen, hast viele Stationen durchlaufen, Amazon, Expedia. Jetzt bist du in einem Unternehmen angekommen bei Douglas, das sehr bekannt dafür ist, mit richtig, richtig tollen Kampagnen präsent zu sein, die Diversität in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber in meiner Wahrnehmung war Douglas auch die erste Unternehmung in Deutschland, die wirklich den CSD so aktiv und so präsent unterstützt hat mit Kampagnen. Und was mich mal interessieren würde, wie erlebst du das denn innerhalb des Unternehmens? Ist dort diese Diversität auch da? Habt ihr zum Beispiel ein LGBTQ-Netzwerk? Engagieren sich da viele Allies? Wie ist das für dich? Ja, gute Frage. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich im Forum auftrete. Sehr aufregend auch für mich. Ich bin total... Weil in einem Unternehmen was zu sein, in der Tat, genau, als ich angefangen habe, vor anderthalb Jahren, war diese Kampagne, die war große Kampagne, auch bei uns im Atrium, sie auch international. Man muss sagen, ich bin Online-Chefin für Osteuropa. Insofern ist das auch noch ziemlich spannend, zwischen Führungskraft im osteuropäischen Bereichen zu sein. Wir haben nichtsdestotrotz erst seit relativ kurzer Zeit
eigenes Netzwerk. Ich habe auch schon ein, zwei das geschaltet haben. Ich habe es persönlich leider noch nie geschafft, dahin zu gehen, muss ich ganz offen sagen. Aber mein Mitarbeiter Marius ist im Vorstand, worauf ich sehr stolz bin. Und insofern weiß ich, dass sie viele tolle Agenda haben. Und da freue ich mich, haben wir schon. Ja, also wir haben da immer noch Themen und Sachen, an denen wir arbeiten. Ich weiß, ich bin zum ersten Mal beim Pride in Köln dabei. Insofern, ja, so ein Raten-Executive Sponsor habe ich gehört. Also insofern haben wir da noch einiges zu tun. Also ich glaube, man kann immer noch mehr machen. Und Allies spielen immer bei solchen Themen eine große Rolle. Ich war, bevor ich mich geoutet habe, auch noch bei Amazon im Thema Feminismus ein bisschen unterwegs. Und da haben wir ganz tolle Männer gehabt, die uns unterstützt haben. Das ist im Luxemburger Netzwerk immer noch einer, der da sehr passioniert dabei ist. Also es gibt sehr viele auch. Ich habe neulich den Film Pride, vielleicht kann ich auch Netflix empfehlen, da gibt es auch aus der Vergangenheit, wo die britischen Polen-Mitarbeiter dem schwulen Netzwerk geholfen haben. Und ich kann es auch nur aus persönlicher Sicht auch sehr empfehlen, weil das sehr bereichert, finde ich. Also bei meinem alten Arbeitgeber wurden wir Expedia, wurden wir ermuntert, auch Gruppen beizutreten, mit denen wir uns nicht um deren Sichtweise zu sehen. Also du hast es ganz am Anfang auch gesagt, ohne Allies geht nichts. Jetzt müssen wir uns das Mikro ein bisschen teilen. Ja, danke, Andrea. Und du hast so im Vorbeigehen gesagt, das ist das erste Mal, dass du darüber sprichst jetzt hier oder so eine Veranstaltung. Dankeschön bei uns. Da möchte ich noch einmal kurz innehalten und ein ganz, ganz großes Danke sagen. Denn das kostet ganz viel Mut, was sich der ein oder andere vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Aber was anderes offen auszuleben im Freundeskreis, vielleicht auch bei der Arbeit, aber dann nochmal den Schritt zu gehen und sich auf eine Bühne zu setzen und darüber zu sprechen. Also vielen, vielen Dank auch an Shivaji und an dich, dass ihr das macht, das wirklich, oder dass du das machst. Ganz große Klasse. Ja, danke. Dankeschön. Es gibt hier einen Applaus im Hamburger Büro. Ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass unsere Videokonferenz immer den Applaus rausfiltert und dann ist das für alle in der Videokonferenz immer ganz komisch, warum dann alle auf einmal ruhig sind und eine Pause machen. Also hier war großer Applaus für den Mut der Teilnehmenden. Du bist ja, wie ich schon gesagt habe, ganz offen mit deiner Sexualität, auch wenn es heute das erste Mal ist, dass du auf der Bühne dazu sprichst, aber am Arbeitsplatz, die Kollegen wissen das. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung? Erlebst du es noch? Wirst du mit Vorurteilen konfrontiert? Was sind da deine Erfahrungswerte? Mikrofon gültig. Okay, also ich habe mich... Ich weiß immer auch schön zu hören, dass du dich erst mit 35 geoutet hast. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe, und ich muss im Nachhinein sagen, komischerweise relativ lange gebraucht. Für mich war es eher ausschlaggebend, es meinen Eltern zu sagen, als es der Firma zu sagen. Und ich hatte da auch sehr viel Glück, wo ich im Nachhinein gedacht habe, warum brauche ich so lange? Und seitdem das läuft, ist es für mich, ehrlich gesagt, so viel einfacher. Aber es haben mir auch Leute wie du geholfen. Also es ist schon schön, Vorbilder zu haben. Ich habe insofern für mich persönlich eher die Erfahrung gemacht, dass ich Vorurteile hatte. Also ich bin eher viel auch positiv überrascht worden. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin in Osteuropa unterwegs. Da habe ich immer noch so, soll ich jetzt das sagen oder nicht? Und dann habe ich auch so schöne Beispiele, dass ich im Auto mit der kroatischen Geschäftsführerin Fug Douglas sitze und sie fängt dann an zu schimpfen, dass sie so gerne im Store auch mal männliche und Transgender mal einstellen würde, weil die so toll beraten. Und da merkt man auch, dass wir lokal, auch wenn wir vielleicht gewisse Sachen nicht so nehmen und so offen sein können, eine ganz große Unterstützung haben. Und als ich ihr dann gesagt habe, hey, by the way, dann ist sie mir da freudig in die Arme gefallen, was ganz Tolles. Normalerweise mache ich da nicht so einen Riesenhehl draus, sondern lasse es einfach einfließen, wie du gesagt hast. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Das finde ich sehr schön. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so kleine Situationen. Ich glaube, die kennen wir alle. Wir müssen jetzt nicht alle hart diskriminiert werden, sondern wir haben so
so kleine doofe Situationen im Alltag, im Beruf, also total blöd gesprochen. Ich habe im Urlaub jemanden kennengelernt, einen Typen aus, ich glaube, aus dem Schwabenland, nichts gegen die Schwaben. Der hat gesagt, Mensch, ich habe auch eine Kollegin, die ist lesbisch, ihr müsstet euch unbedingt kennenlernen. Und nicht nur so, okay, also. Ja, aber insgesamt habe ich bei Douglas sehr viel Glück. Aber ich glaube, wenn ich nach Hause komme, würde ich gerne mit meiner Gruppe sprechen, was wir in Osteuropa auch noch machen können, weil das hat ja jemand auch im Nachhinein Ungarn angesprochen. Da haben wir zum Beispiel auch noch Themen, dass ich auch einen ganz tollen ungarischen Geschäftsführer habe, der vor 2 Jahren die Douglas-Kampagne gemacht hat und einen wahren Shitstorm geerntet hat. Also insofern, da können wir noch mehr unterstützen. Davon hattest du ja gestern, wir haben es gestern gesprochen, sehr ausführlich berichtet. Das ist dann wirklich, das tut uns im Herzen weh, ne? Wenn dann eine tolle Kampagne rausgeht, die für Diversität und Chancengleichheit einsteht und dann ein Shitstorm erntet. Ne? Wie geht man damit um? Grundsätzlich vielleicht ein kurzer kleiner Zwischenruf für all die Allies draußen, was du so nett beschrieben hast hier, wie es ist, andere Menschen zu treffen. Das ist dem einen oder anderen manchmal mal gar nicht so bewusst, ne? Weil keiner von uns geht ja auf jemanden zu und sagt, hallo, ich bin Jannika und ich bin mit einer Frau verheiratet. Ja, das so stellen wir uns ja nicht vor, wir stellen uns vor, im Kontext angemessen. Also wenn ich jetzt in einer beruflichen Situation bin, dann eben über meine Google-Tätigkeit. Es gibt immer diesen einen Moment, den haben wir gestern auch darüber gesprochen, alle erlebt, ehrlich gesagt, wenn der Gegenüber dann natürlich eine Annahme tätigt. Sofort die Annahme tätigt, ja, ich habe einen Ring am Finger, ich bin wohl mein Mann verheiratet. Und dann ist immer die Frage, korrigieren wir den jetzt oder korrigieren wir den nicht? Will ich jetzt dieses Fass aufmachen und dann eine Reaktion kriege, ich soll die schwäbische Lesbe aus der Freundschaft kennenlernen? Oder, oh toll, ich kenne auch jemanden, was grundsätzlich positiv ist, aber irgendwie auch sich nicht so richtig toll anfühlt. Ja. Oder korrigiere ich nicht und fühle mich irgendwie ein bisschen unehrlich, ne? Dass ich dem anderen in den Glauben lasse, ja, da draußen wartet jetzt irgendwo ein Mann auf mich, der es nicht tut. Gut, kleiner Zwischenruf nur, um vielleicht mal, das sind keine Diskriminierung, aber die Alltäglichkeiten nur so ein bisschen zu verdeutlichen. Da habe ich auch nachher noch für euch eine Geschichte, ihr lieben Landeskriminalamt. Komme ich gleich noch. Aber egal, lass uns doch erstmal darüber sprechen. Du bist ja ein tolles Vorbild für so viele Personen, nicht nur innerhalb eures Unternehmens, sondern außerhalb eures Unternehmens. Denn genauso wie Chivachi, wenn es jemanden gibt, der auf Führungsebene offen sich zu seiner Sexualität oder ihrer Sexualität bekennt, ist das ganz, ganz toll für viele andere Menschen, die dadurch einen Rückenwind bekommen. Was wünschst du dir denn vom Unternehmen, um so etwas zu unterstützen, zu ermöglichen, dass sich mehr Menschen trauen, die, ob in Führungspositionen oder nicht, aber sie offen über die eigene Identität zu sprechen? Ja, also Unternehmen sind ja Menschen. Ne? Also insofern ist es ja wirklich in jedem kleinen Bereich, in jeder kleinen Situation, ist man mit den Menschen. Ne? Da passieren ja auch Situationen, wo man vielleicht unsicher wird, nicht sicher ist, ob man sich offen sein soll oder nicht. Und ich bin der Meinung, dass das Unternehmen, natürlich auch so wie Douglas jetzt, wir haben das ganz klar als Teil unserer Unternehmenskultur und Strategie ausgerufen, ja, so dem Mitarbeiter ein Safe Space quasi auch sicherstellt und garantiert und Mitarbeitern, so wie mir, auch das Gefühl gibt, dass das völlig normal ist, kein Big Deal und ja, dass ich mich einfach so ausdrücken kann, wie ich will. Ich glaube, so was für mich auch, wo es mein Antrieb kam, es auch offen ansprechen zu wollen im Alltag oder nicht im Büroalltag, ist, also ich arbeite schon immer im Umfeld, wo man auch Privates teilt. Also wo man, wie gesagt, sagt, hey, was hast du am Wochenende gemacht und was machst du heute Abend? Und das war halt immer blöd, wenn ich das nicht so wirklich sagen konnte. Ne? Und da kam so meine Motivation her. Ich glaube so, was ich von Unternehmen, internationalen Unternehmen, auch mir mehr wünschen würde, habe ich ja gerade gesagt, ist Unterstützung im internationalen Kontext. Du hast ja auch gestern Abend gesagt, ihr habt ja auch Länder, wo es strafbar ist und will man jetzt dahin versetzt werden, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber wir haben auch Fälle wie in Osteuropa, wie meine kroatische Geschäftsführerin zum Beispiel, da könnte sie auch nochmal unterstützt werden. Und ich glaube in Deutschland, ja, wir haben Schwulen, Lesben, sieht schon ganz gut aus, aber hier Transgender,
non-binary, also unsere Vielfalt ist noch viel größer. Und da habe ich so den Eindruck, dass wir das noch nicht so ganz so offen leben und so transparent damit umgehen, wie wir könnten. 100%ig recht, oder würde ich dir beistimmen? Hast du denn vielleicht einen Tipp für den einen oder anderen, der gerade überlegt, ob er sich oder sie sich outen möchte? Also erstmal ist es wirklich eine persönliche Sache. Ich glaube, das soll jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Es gibt Menschen, die wollen im beruflichen Kontext über ihr Privates reden und manche nicht. Das ist beides völlig in Ordnung. Ich glaube, dass es sehr hilft, wenn man schon Allies hat. Also ich habe, bevor ich wirklich das auch als offiziell im Büro gemacht hat, hatte ich schon eine befreundete Kollegin, der habe ich das schon gesagt, das war dann eher so auf der privaten Ebene. Geoutet habe ich mich im Endeffekt im Interviewprozess bei Expedia, weil ich meinen Chef schon kannte. Ich kann nur jedem empfehlen, es ist normal, don't make a big deal out of it. Also es hilft schon, wenn man es in normale Situationen einfließen lässt wo sich es halt ergibt sich keine großen Sorgen macht und ja, es ist Normalität. Ja, vielen, vielen Dank. Wir würden jetzt in die offene Gesprächsrunde übergehen, die wird Jeanette moderieren und ich habe es ja angedeutet, ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich teilen will, die vielleicht eine Relevanz für die Polizei hat. Mir ist es immer ein Anliegen, wie gesagt, dass vielleicht auch die kleinen Sachen im Alltag einfach mal, dass wir die teilen, damit alle ein Gefühl dafür bekommen, wie das dann so ist. Und eine Sache, und das weiß ich, das beschäftigt auch die ein oder andere im Publikum, ist, wenn wir auf Reisen sind, meine Frau und unsere zwei Kinder, jedes Mal, wenn wir durch eine Passkontrolle gehen, ob bei der Ausreise in Deutschland, Einreise im Urlaubsland oder Rückkehr nach Deutschland, überlegen wir immer, gehen wir jetzt alle vier zusammen an den Schalter? Trennen wir uns, dass es so aussieht, dass ich mit den Kindern reise und Frauke alleine reist. Wenn wir alle zusammengehen, werde ich ganz kurz panisch, überlege, habe ich denn die Geburt, Kopien der Geburtsurkunden dabei, die ausweisen, dass wir erziehungsberechtigt und sorgeberechtigt sind für die Kinder? Habe ich die englische Übersetzung beglaubigt vom Notar dabei? Einmal hatte ich sie nicht dabei, war Chaos. Weil auch in Deutschland fragen uns Polizeibeamten jedes Mal, nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal, wo ist denn der Vater? Weiß der Vater, dass sie mit den Kindern reisen und ich weiß, dafür gibt es gute Gründe, fühlt sich aber trotzdem nicht richtig toll an. Ja. Und das freut mich nämlich, dass es euch gibt, dass ihr dafür sorgt, dass da Sensibilitäten sind für das Thema. Und damit übergebe ich an Jeanette. Ja, klasse. In der Videokonferenz tippt eure Fragen gerne fleißig in den Chat rein. Ihr könnt euch unmuten, aber auch natürlich hier in Hamburg oder in den Räumen in München oder Berlin. Stellt gerne Fragen. In der Zwischenzeit, während ihr überlegt oder fleißig tippt, würde ich direkt mal anknüpfen. Andrea, ich fand das total spannend. Du hast über das berufliche Outing gesprochen und beim Kaffee eben hatten wir ja auch dieses Thema. Viele sehen das berufliche Outing ja eher als Karriereblocker. Leider ist das immer noch so. Bei dir war das ähnlich. Kannst du dazu kurz erzählen? Ja, also ich habe eher die Sorge von meinen Eltern geäußert bekommen. Ich kann das nicht bestätigen. Also im Gegenteil, ich habe mein berufliches Coaching gehabt, die hat zu mir gesagt, das wäre sogar ein Vorteil heutzutage. Also wie immer kommt es aufs Unternehmen drauf an. Ich habe mich bei Expedia geoutet. Ich war davor in einem Unternehmen, da habe ich mich bewusst nicht geoutet, weil der Geschäftsführer dort mal so eine doofe Bemerkung gemacht hat. Da war ich mir nicht sicher. Ja, aber insgesamt habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es schon auch positiv wahrgenommen wird. Wie ist das bei euch, Marco, Petra? Ihr wusstet, ich frage euch auch. Ja, wir haben uns das gerade gefragt. Also wie viel LSBTIQ-Menschen wir vielleicht im höheren Dienst haben und spontan sind uns da nicht viele eingefallen. Heißt jetzt vielleicht nicht automatisch, dass es ein Karriereblocker ist, aber ja, schwer zu sagen. Aber so aus den persönlichen Erfahrungen heraus, also habe ich noch nie
in diesem Bereich irgendwelche Negativerfahrungen gemacht, muss ich jetzt auch einfach mal eine Lanze brechen für die Polizei, also gerade hier in Hamburg. Das war noch nie irgendwie ein Thema, das war noch nie irgendwie ein Karrierehemmnis oder ähnliches. Und ich glaube, da sind wir auch doch deutlich weiter, als was man, glaube ich, so von der Öffentlichkeit manchmal so wahrnimmt. Wir kriegen das immer mal so wieder mit bei der Gespräche mit der Community. Wie kannst du dich als Schwuler bei der Polizei offen outen? Und also es gibt auch aus anderen Bereichen gegen die Polizei ganz, ganz viele Vorurteile, die ich gar nicht so bestätigen kann. Ne? Ich bin ja jetzt seit 26, fast 27 Jahre bei der Polizei. Ich habe mich auch nicht gleich geoutet. Ich habe mit 17 damals angefangen. Und da war das ja selber für mich erstmal die Phase. Ich musste mich erstmal orientieren. Ich musste erstmal mit mir selber klarkommen mit dieser ganzen Situation. Das war vor 27 Jahren halt immer noch ein bisschen was anderes, als es jetzt heutzutage ist, von mir, ich persönlich zumindest. Und irgendwann habe ich aber auch diesen Punkt erfahren, so, ich habe keinen Bock, immer diese Geschichten zu erzählen. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Und dann immer diese Geschichten. Und ich glaube, da können viele nachvollziehen, immer diese Legenden aufbauen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du nickst schon ganz kräftig. Und da hatte ich keine Lust mehr zu. Und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe gesagt, so ist es dann. Und dann habe ich da keinen Hehl mehr draus gemacht. Es war auch für mich relativ einfach, weil zu der Zeit habe ich auf der Davidwache gearbeitet. Und dort war man natürlich trotzdem auch so mit Community und diesen Situationen, war man da auch immer schon, das war bekannt, das war auch nichts Fremdes, nichts Unnatürliches für die Polizei, weil wir damit tagtäglich dort auf der Straße halt auch zu tun haben. Und ja, so als mir persönlich zu dieser ganzen Thema. Ich glaube, noch eine Ergänzung ist, dass ich habe eher das Thema, dass ich nicht, wenn man mich sieht und wenn ich in den Raum reinkomme, ich will ja nicht primär mit meiner sexuellen Orientierung identifiziert werden, sondern für meine Leistung. Ja, und deswegen sehe ich das auch, ich finde das, danke auch nochmal, dass du gesagt hast, gehört Mut dazu, hier auch nochmal aufzustehen, weil das ist für mich persönlich immer so ein bisschen mein Risiko. Ich muss auch für mich persönlich die Wahl austreffen. Ich bin hier, weil ich ein Vorbild sein will, weil ich Leute auch bestärken möchte. Aber ich will jetzt nicht, dass das jetzt hier bedeutet, wo jetzt kommt, ne? Also, das ist so eher, glaube ich, das Thema, das auch im beruflichen Kontext herrscht. Ja, mir wurde mal gesagt, naja, du musst dir das halt auch leisten können oder es ist ein Luxus, sich ein Unternehmen aussuchen zu können, für das du arbeitest, wo du offen sein kannst, wo du dein ganzes, also bring your whole self to work, das sagen wir ja hier auch gerne öfter. Und von Douglas, ja, die Außenwahrnehmung hätte ich schon so erwartet. Bei der Polizei wundert es mich ein wenig, aber freut mich natürlich zu hören, dass auch da ein Outing kein Karriereblocker ist. Und jetzt so Shivaji in Richtung Banken, da mag man ja meinen, dass die eher konservativer unterwegs sind. Wie ist das bei euch? Ja, also ich meine, ich kann beide Sichten nachvollziehen. Ne? Also ich meine, ich glaube, wie die Andrea gesagt hat, in professionellen Situationen ist ja jetzt selten so, ne, dass ich irgendwie mein Regenbogenfahne irgendwie mitkleppe oder wir sind ja alle professionell, wir arbeiten und in der Arbeit, glaube ich, wenn man gute Arbeit leistet, wird es auch honoriert. Mittlerweile ist ja auch überhaupt nicht der Fall, so dass man mehr oder weniger Kollegen einschätzt auf Basis, was sie irgendwie am Wochenende machen. Nichtsdestotrotz, als wir über diese Beispiele gesprochen haben, ist dieser in Anführungsstrichen unterbewusste Vorurteil nicht da. Nein, das ist immer noch da, weil wenn ich irgendwie Kollegen treffe oder wenn ich außerhalb Kollegen auch irgendwie in Konferenzen unterwegs bin und das so das thematisiert wird, dass ich Mann habe oder dass ich irgendwie homosexuell bin, kommt ab und zu schon so Pointe oder irgendwie ein Satz, ach, das hatten wir ja nicht gedacht, du siehst ja nicht so aus. Ich wusste nicht, wie ein normaler Homosexueller aussehen sollte und damit kommen natürlich solche Vorurteile vorne. Weiß ich auch nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll, dass ich nicht normal homosexuell aussehe oder doch oder wie auch immer. Das ist alles so Themen, die in Unterbewusstsein sind. Im professionellen Umfeld würde ich sagen, geografieabhängig, zum Glück
das Thema mehr und mehr in Hintergrund, aber wir können trotzdem nicht irgendwie komplett relaxed sein oder komplett, wie man so schön sagt, complacent sein, weil in anderen Geografien wird es immer noch ein großes Thema. Wir haben auch in Deutschland sowie auch in Europa insgesamt politische Parteien, die das immer noch instrumentalisieren. Von daher, man kann nicht einfach sitzen und sagen, in meinem Unternehmen ist es kein Thema, deshalb ist alles gut. Dann müssen wir ja auch in den anderen Unternehmen schauen und sagen, warum ist es dort ein Thema? Vielleicht ja. Jeanette, darf ich kurz da Follow-up machen? Natürlich, Peter. Weil das Thema treibt mich um, auch weil ich halber Ungar bin und jedes Mal zusammenzucke, wenn Ungarn dann mit Russland genannt wird in einem Satz. Was können wir denn aus so einer westeuropäischen Sicht, sage ich jetzt mal breit, also auch aus einer deutschen Unternehmenssicht denn tun in unseren internationalen Dependancen und Netzwerken? Denn ich glaube schon, dass wir eine Rolle haben können, also auch durch Sichtbarkeit in Ungarn, in anderen Ländern auch etwas auslösen können, was dort vor Ort vielleicht nicht gesagt wird und nicht gesagt werden kann. Aber es ist immer eine feine Linie. Ich weiß nicht, Shivaji, hast du irgendwas erlebt in deinen Gesprächen, wo man als Westler in Anführungszeichen, denen helfen kann, etwas zu bewegen? Ja, also ich meine, ähnliches Hintergrund habe ich ja auch. Ne? Also als Inder, der in Deutschland lebt und wir haben ja immer wieder so Situationen, wenn ich in Indien jetzt mit meinen Freunden rede und sage, dass ich verheiratet bin mit meinem Mann, teilweise ist für die auch so weit weg, homosexuell zu sein, ist ja schon ein Schritt zu viel, wenn man sagt, okay, wir sind verheiratet. Also wie geht das? Also das verstehen sie gar nicht. Und manchmal kommen auch Sätze wie, ah, das könnt ihr ja nur leisten, weil ihr keine anderen Probleme habt. Und deshalb macht ihr diese Themen. Wir haben andere Probleme, die wir dann noch beseitigen können. Ich glaube, wie ich vorhin sagte, wie du auch gesagt hast, immer wieder so Vorbilder zu geben, an denen man orientieren kann und sagen kann, es hängt nicht davon ab, in welcher Gesellschaft ihr lebt. Es hängt nicht davon ab, welche Hintergründe ihr habt, welche Ausbildung, welche Berufe ihr habt. Es ist ein Teil euer Leben. Ihr müsst euer Leben leben können, wie ihr wollt. Und dann auf der anderen Seite auch Möglichkeiten zu zeigen, wie sie das tun können. Also auch denen vielleicht so Support anbieten, offen zu sein für die Gespräche. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gibt Situationen, in denen man das nicht so offen leben kann. Da muss man aber auch offen genug sein und ehrlich genug sein, denen zu sagen, okay, in bestimmten Geografien, bitte nicht in solche Raster reinfallen. Nur eine Anekdote, als ich bei Deutsche Bank war, als der Krieg ausbrach letztes Jahr, haben wir viele Kollegen aus Russland, aus St. Petersburg nach Berlin geholfen zu kommen, die dann irgendwie für die Bank dann gearbeitet haben, aber in Russland dürften nicht mehr arbeiten, beziehungsweise wir in Deutsche Bank dürften nicht mehr in Russland arbeiten. Darunter waren auch Kollegen, die schwul waren und versucht haben, ihren Partner aus Russland mitzubringen. Und wir als Deutsche Bank konnten denen kein Visum, also bei der Visum helfen, weil die nicht bei Deutsche Bank gearbeitet haben. Aber in diese Kommunikations-E-Mail etc. sind solche Fakten zu Licht gekommen und waren dann auch für die Regierung dann in Russland offen sichtbar. Und wenn man solche Geschichten hört, ist man schon erfasst und sagt, okay, ich meine, in manchen Geografien geht es halt einfach nicht heute und das muss man auch akzeptieren und denen helfen, an solchen Situationen bestmöglichst glimpflich rauszukommen. Nicht immer diese Vorbild zeigen, dass offen, transparent sein Leben leben. Manchmal muss man auch ducken. Leider. Ja, das kann ich nur bestätigen. In meinem Kontext, also wir haben ja, also,
ich habe ja schon das Beispiel Ungarn erwähnt und Peter, schön zu sehen, dass du mal Ungarn bist. Aber wir versuchen da auch jedes Jahr, dass unser Douglas-Logo zum Beispiel zur Aktualisierung bereit war. Und ich weiß, dass auch im letzten Jahr in unserem internen Slack-Kanal das kritisiert worden ist, dass Polen das nicht umgesetzt hat. Ich spreche dann auch immer mit den Kollegen oder gebe denen so einen kleinen Schubs. Aber man darf, wie du jetzt auch gesagt hast, man muss schon die lokalen Gegebenheiten auch kennen, wissen, dass das jetzt nicht so einfach ist, einfach auszurollen oder Konsequenzen hat, bei denen man teilweise auch alleine dasteht. Ne? Also wir haben keine interne Policy oder Hilfestellung, um dann Ungarn da zu helfen. Aber ich glaube und finde und auch, man muss es würdigen, die kleinen Schritte dahin führen. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Logo schon aktualisiert, nur nicht überall. Ne? Und wer weiß, was wir nächstes Jahr hinbekommen. Und in Bulgarien sind wir halt schon so weit, dass wir das Logo aktualisieren können. Und das sind so kleine Erfolge, die nach und nach dann kommen. Und das ist dann auch schön zu sehen, aber man kann nicht alles auf einmal haben. Und was wir bei Douglas auch momentan eher dann deswegen auch haben, wir haben keine internationale, so wir rollen das jetzt mit der Brechstange aus. Kann man machen, aber dann, naja, also das ist jedenfalls unser Ansatz im Moment. Und Geduld haben. Klasse, Schritt für Schritt die kleinen Erfolge feiern, das finde ich gut. Stefan, haben wir Fragen aus dem Chat? Genau, wir haben eine Frage aus der WC. Marc, gebe ich mal an dich. Ja, vielen Dank. Also erstmal auch vielen Dank an euch alle, dass ihr euch hier so auf die Bühne stellt und so bereit seid, darüber zu sprechen. Ich glaube, das hilft uns allen schon mal sehr. Jetzt haben wir viel über den beruflichen Kontext gesprochen und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich bin auch Googler, ich bin in Hamburg und ich finde, viele Firmen tun ja auch schon wirklich viel, was schön zu sehen ist, sicherlich immer noch nicht genug, aber schön zu sehen. Ich habe nur das Gefühl und das auch aus eigenen Erfahrungen, dass man teilweise früher ansetzen muss und da vielleicht auch eine Frage Richtung den KollegInnen der Polizei. Also ich habe ein Transgender-Kind schulpflichtig. Und was ich da mitbekomme an Mobbing, Prävention, die nicht stattfindet und Aufklärung, die nicht stattfindet, das ist wirklich erschreckend. Und das ist ja letztendlich dann auch irgendwo wahrscheinlich ein Stück weit die Wurzel und das Fundament, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Wie ist eure Zusammenarbeit mit Schulen? Wie seht ihr das? Und wie könnt ihr da oder welche Wege beschreitet ihr da, um vielleicht auch schon hier anzusetzen? Zum einen, ja, bin ich total bei dir. Wir müssen viel früher ansetzen. Also das muss verpflichtend werden in Schulen, solche Fächer. Also Diversity, alle Gruppierungen, die von Hasskriminalität betroffen sind, müssen dort behandelt werden, was dort die Probleme sind oder dass es eben noch keine Gleichbehandlung gibt und dass es eigentlich immer nur darum geht, das ist vielen Leuten ja auch nicht klar. Da reicht es ja oft dieser Spruch, ihr könnt doch jetzt heiraten, den hört man ja bis heute. Also ihr habt doch alles. Und wir waren gerade Montag wieder in einer Schule, genau, also ein lesbisches Mädchen oder Jugendliche schon und ein Transjunge und oder Envy, das ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall für die anderen abweichend von der Norm und Katastrophe, auf jeden Fall. Diese Schule geht sehr gut damit um. Wir haben Polizei mit ins Boot geholt und die Eltern der Jugendlichen auch. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, die haben eine Vielfalts-AG, da gehen wir einmal, also Marco und ich einmal rein und klären auch die auf, wo geht die Straftat überhaupt los, um die so ein bisschen, die zu empowern einfach, was sind deren Rechte, was können sie tun, wo können sie sich Hilfe holen, dann wird hoffentlich, das war unser nächstes Maßnahmenpaket, dass wir mit dem Täter sprechen oder einem der Täter, um dort auch mal eben zu schauen, was ist da zu Hause los, wo muss da die Reise hingehen, Stichwort Jugendamt, weil Strafe könnt ihr euch vorstellen, hilft da nicht, da muss es ja ein bisschen mehr für haben, um da so eine Gesinnung umzuschalten. Weiterhin, ja, auch die LehrerInnen natürlich werden dort mit von uns ins Boot geholt und auch die, die beiden Geschädigten. Auch da haben wir Gespräche angeboten,
Das ist jetzt, also das wäre jetzt so ein beispielhaftes Maßnahmenpaket, was wir dann machen. Aber natürlich ist es Auftrag der Schulen und es ist leider absolut nicht im Plan vorgesehen oder jeder kann es selbst für sich gestalten. Das ist ja auch das, was wir immer wieder fragen. Und ja, warum nicht im Kindergarten dort schon eben Bücher auslegen mit, ne? Also ich bin der Meinung, da muss es losgehen, wenn es eben nicht von zu Hause mitgegeben wird, aus den verschiedensten Gründen natürlich, dann muss es da passieren, dass es Normalität wird einfach. Vielen Dank. Danke auch für deine Offenheit, Marc. Ich schaue hier in den Raum. Olli hat eine Frage. Ja, erstmal vielen Dank. Super spannend. Olli leitet ein Kreativteam hier bei Google. Jannika, du hast in deiner Einflug, das ist so komisch, so klingt das, ne? Okay. Annika, du hast in deiner Einführung ja nochmal sehr schön so geografisch dargestellt, wie düster es in einigen Teilen der Welt aussieht. Und heute wird wohl Ron DeSantis sehr medienwirksam mit Elon Musk seine Präsidentschaftskandidatur bekannt geben. Und wir haben ja gerade nach Marks Frage über die Notwendigkeit gesprochen, früh mit Aufklärung anzufangen. Das sieht er ja ganz anders. Also in Florida muss sich eine Lehrerin gerade einem Untersuchungsausschuss stellen, weil sie einen Walt Disney-Film gezeigt hat mit einem homosexuellen Charakter. Und wenn du das so liest, dann denkst du dir, war das Saudi-Arabien und nicht Florida. Es wird also vielleicht, in Anführungsstrichen, der Anführer der freien Welt, Zitat Ende, wird vielleicht ein homophober Politiker. Mich würde mal interessieren, welche Signalwirkung oder was kann man das verkraften, weil man einfach weiß, solche Idioten gibt es? Oder ist das, wie schätzt ihr das ein? Also ich glaube, wir haben die Auswirkungen hier durchaus schon, dass eben gerade die um Transmenschen geht es ja in erster Linie ganz stark an, wie drücke ich jetzt aus? Es wird dadurch legitimer, gegen Transmenschen vorzugehen, auf jeden Fall. Das haben wir schon hier, bin ich der Meinung. Ich drücke es mal so aus, ich finde das ganz schrecklich. Ja, also meine Schwester wohnt in Amerika. Ich habe viele Freunde in Amerika. Ja, und ich kenne das hier auch ganz gut. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Texas. Nicht mehr, die wohnt jetzt in Seattle, wo das sie nächstes Jahr heiraten wird, ihre Frau. Und das ist einfach eine ganz schwierige Situation für die Menschen dort auch zu managen. Deswegen absolut zu sehen. Und das finde ich ziemlich krass, dass in 2023 das noch in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, auch zu dem Punkt deiner Intro, also oder was mich dann auch antreibt. Ich lebe im Münchner Glockenbachviertel, schöne coole Lesben-Szene, du warst mega super, ne? Also insofern, aber wir müssen wirklich auch außerhalb unserer Bubble gucken. Werden, dass man teilweise auch also vergangene Erfolge sich offensichtlich auch wieder rückgängig machen lassen. Ne? Also deswegen muss man schon dranbleiben, natürlich die Balance finden, aber ich glaube wirklich auch international und friedlich. Ja, auch wenn ich dazu nur ein paar Sätze sage, also ich meine, Andrea und ich, wir haben sehr viel gemeinsam. Also meine Schwester wohnt auch in den USA mit der ganzen Familie. Und es ist wirklich traurig, weil ich habe zwei Nichten, die sind klein und für die ist es überhaupt, also ich meine, die ältere Nichte ist 13 und für die ist es überhaupt gar kein Thema, dass ich irgendwie mit meinem Mann zusammen bin. Für die ist es ein Familienbild, dass irgendwie mit denen sie aufgewachsen sind. Aber jetzt mit dem ehemaligen Präsident, mit den neuen Diskussionen, die angefeuert werden, das ist immer wieder ein Thema. Aber ich meine, es hilft nicht nur auf die USA zu gucken. Wir müssen ja auch in unserer eigenen Gesellschaft, in eigener Europa gucken. Es ist nicht alles sehr koscher. Es ist nicht alles immer sehr, sehr toll. Wir haben ja immer noch Themen, die wir gegebenenfalls unterm Teppich kehren. Und da hilft es nur eins, immer wieder dieses Thema transparenter zu machen,
vielleicht auch unsere Politiker zu zwingen, dass irgendwie, wenn wir über Freiwelt sprechen, G7 sprechen, diese Werte sind unantastbar, dass wir irgendwie nur in einer Gruppe reingehen, wo alle anderen Länder diese Werte respektieren. Wenn USA diese Werte nicht mehr respektiert, sollte man mit denen überhaupt so offen über andere Themen sprechen? Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen idealistisch im großen ganzen Themenliste, aber trotzdem, wenn wir das nicht platzieren in unsere Positionen, mit unserem Hintergrund, in den Jobs, die wir machen, dann wird es ja auch kein anderer machen. Also ich glaube, vielleicht darf ich da noch zwei Gedanken dazu fügen. Nämlich das eine ist, ich glaube, wir haben da als Business-Seite auch eine Riesenchance einzuwirken. Also das eine ist, ich habe in der Trump-Zeit erlebt, wie sich große Konzerne in den USA zusammengetan haben und gesagt haben, hier ist die rote Linie, wenn ihr das macht, dann wandern wir ab, weil das geht so nicht. Wir kriegen keine Leute mehr mit diesen Methoden, mit denen ihr da hantiert. Und wir stehen nicht für so eine Art von nicht diverser Gesellschaft. Also als Businesses haben wir schon auch einen Hebel und den sollten wir nutzen an solchen Stellen. Und das Zweite ist, und das geht an die Frage des Allyships nochmal, die auch im Chat gestellt wurde. Ich glaube, es ist ganz dringend notwendig, dass wir aus unserer Bubble, die ihr schon genannt habt, rausgehen und mit den anderen Leuten sprechen. Denn das gesamte Phänomen stammt daraus, dass sich Leute in ihre Bubbles zurückziehen immer mehr und dass plötzlich so rechte Kreise immer rechter werden und linke Kreise immer linker und in der Mitte nichts mehr ist. Also sprich, wir müssen wieder mehr Brücken bauen und den Leuten auch mal, und deshalb brauchen wir die Allies, die Leute in diese Gespräche bringen über, was heißt es denn eigentlich, als Kind aufzuwachsen und du fühlst dich anders und du bist in einer Situation, in der du signalisiert bekommst, das ist nicht in Ordnung. Also, dass die Leute mal verstehen, aus der Perspektive des anderen zu denken. Und ich glaube, da ist Konversation und Dialog ganz, ganz wichtig. Ich bin dir vollkommen recht, Peter. Und eine Sache, die aus meiner Sicht ganz wichtig in dem Kontext zu bedenken ist, dass ich bin so aufgewachsen und ich glaube, viele in meiner Generation ist das, wir sind aufgewachsen, dass es immer Zugewinne gab. Es gab immer mehr Rechte für Angehörige der LGBTQ+-Gemeinde. Es war immer ein Vorwärtsgehen. Vielleicht nicht immer in dem Tempo, das man sich gewünscht hätte, und in einigen Ländern schneller, in anderen weniger schnell, aber insgesamt war es ein Vorwärtsgehen. Und jetzt erleben wir ein Rückwärtsgehen in vielen Bereichen, nicht nur in den USA. Wir haben über Polen am Anfang gesprochen, wir haben die Zahlen aus Deutschland gehört, wie sich Hasskriminalität verändert. Und das da, also ganz individuell muss ich auch erstmal daran knabbern. Ja, dass es eben jetzt nicht mehr ein Mehr an Rechten, eine Mehr an Gleichberechtigung ist, sondern dass es an einigen Stellen wieder, was du gesagt hast, an Wehr weggenommen wird und man sie wieder dafür kämpfen muss, dass der Status quo überhaupt erhalten wird. Das ist ein ganz anderer Mindset, den ich dann plötzlich haben muss, beziehungsweise habe. Und kann nur sagen, jetzt bin ich in der Welt, ich bin eher damit aufgewachsen, dass der Gedanke war, okay, jetzt kann alles tausendmal besser sein. Ja? Und vielleicht ist es aber gar nicht so linear fortschreitend. Wir haben noch eine Frage hier aus dem Hamburger Publikum. Mina, gerne. Ja, ich habe eine Frage oder ein Anknüpfen an das, was du gerade erzählt hast. Wir hatten gerade die Situation, dass wir aus den Ferien zurückgekommen sind. Ich habe alle Ausweise schön brav hingelegt und wurde von einer jungen Kollegin dann daraufhin gefragt, wo denn der Vater der Kinder ist. Meine Kinder waren in Hörweite. Ich antworte auf diese Frage, die mir schon öfter gestellt wurde, immer recht schnell: Wir sind eine Regenbogenfamilie. Und für mich ist das Thema dann eigentlich geklärt. In dem Fall hat die Kollegin mich dann angeguckt und gefragt, ja, und was heißt das jetzt? Sind die jetzt adoptiert oder was? Und ich war so erschüttert, nicht mal nur darüber, dass mir mein Muttersein aberkannt wurde, weil ich unsere Kinder nicht ausgetragen habe, sondern vielmehr darüber, dass ich meinen Kindern abends immer wieder erklären musste, nein, wir sind eine Familie, es ist alles in Ordnung. Ne, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr habt einen Spenderpapa, wir sind eine Familie. Das ist, also meine 6- und 8-jährigen Kinder denken jetzt, die Polizei denkt, da ist irgendwas falsch mit unserer Familie. Was passiert da intern bei der Polizei, dass sprachlich sensibilisiert wird, damit eben Regenbogenfamilien oder auch Familien, die eben keine zwei Elternteile haben, aus welchen Gründen auch immer, oder zwei Opa-Teile oder Oma-Teile haben oder in welcher Situation auch immer leben, dass die nicht diskriminiert werden?
haben da Aus- und Fortbildung, passiert da mittlerweile eine ganze Menge. Ich kann natürlich jetzt nur für den Hamburger Bereich sprechen, weil Polizei ist ja Ländersache, darüber hinaus gerade an den Grenzen oder am Flughafen dort die Bundespolizei dann tätig sein. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber bei uns wird der Themenkomplex LSBTI als sehr umfangreich schön behandelt. Wir haben viel zu dem Thema Sprachlich, sobald es geht, so sind sie aus, natürlich auch langer Weg und was Petra ja auch zum Anfang gesagt hatte, wir sind ja auch dabei, die, ich sag mal, die Fläche, also die im anderen Zeitraum, also da mit den BürgerInnen zu tun haben, auszubilden, aber das dauert natürlich. Das sind natürlich Einzelfälle, die natürlich dann auch, ja, wo man im Kopf merkt, es stimmt noch nicht alles und das muss man halt auch einfach sagen, das ist wichtig. Das gibt es auch immer wieder bei der Polizei. Das ist dort eine Situation, wo man sagt, nein, dort wurde ich falsch behandelt. Aber das sind aber auch Sachen, kann auch sagen, muss man dann vielleicht auch mal so offen und ehrlich zu sich selbst, aber da gehe ich jetzt vielleicht noch mal zur Bestellstelle. Und einfach mal sagen, das war ein Logo, das muss anders sein, das muss besser sein. Das ist eben auch so ein bisschen das Problem mit der Fehlerkultur. Man muss auch, wir müssen als Polizei besser werden, das müssen wir halt einsehen und das muss dann einfach auch außen gezeigt werden, dass es dann oft nach oben geht. Die Polizei Hamburg hat eine Beschwerdestelle mit Zivilpersonen und Polizeibeamtinnen. Die sitzen auch hier beim Levante-Haus, haben so eine Außendependance, also gut zu erreichen. Kann man hin, kann man per E-Mail machen. Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte aber lieber hier mit euch erstmal sprechen. Manchmal ist es ja auch bei vielen, das erleben wir so, ich muss das einfach mal loswerden. Ich möchte gar nicht anzeigen, wobei wir immer sagen, wieso, da ist Unrecht widerfahren, zeig es doch ruhig an oder melde es. Wir neigen als Community oft dazu, die anderen in Schutz zu nehmen, ist so relativ auffällig. Nee, müssen wir nicht, weil sonst haben wir gar nicht die Chance, diese Person, die euch das da angetan hat, anzusprechen. Wir brauchen den Auftrag, so, ne? Und weil sonst verläuft es im Sande. Und also da möchte ich gerne zu ermuntern, diese Beschwerdestelle zu nutzen oder uns. Gibt es weitere Fragen in der Videokonferenz, Stefan? Ja, genau, vielleicht nochmal eine Follow-up-Frage zu dem Punkt, was Peter, du vorhin auch erwähnt hast mit Allyship. Welche Möglichkeiten oder welche Beispiele habt ihr denn aus euren zwei Unternehmen auch, ihr die Allies aktiv integriert, Veränderungen zu bewirken, beziehungsweise zu produzieren. Fivaci, magst du zuerst? Gerne. Vielleicht nicht direkt aus beruflichem Umfeld, aber aus privatem Umfeld ein Beispiel zuerst. Ein WEG kennt ihr wahrscheinlich alle, so Eigentümergemeinschaft, wo man auch so diese sehr interessante, langweilige Termine hat, einmal im Jahr, wo man sitzt und über die Wohnung und die Änderungen spricht. Und ich und mein Mann sind ja irgendwie in einer WEG in München, in Glockenbach, wie die Andrea auch gesagt hat. Und da saßen wir in einem Termin und haben dann irgendwann gesagt, ja, diese Änderungen hätten wir gerne, weil dass wir dann Sicherheit für das Haus helfen. Und dann plötzlich sagt einer irgendwie unbedarft, ein Miteigentümer, ja, sehr nett und sehr höflich, aber irgendwie ganz klar so, bevor Schule in dieser Eigentümergemeinschaft drinne waren, war das alles viel friedlicher und viel netter oder irgendwie ganz anders. Und da, bevor wir beide irgendwie überhaupt reagieren konnten und etwas sagen konnten, 6, 7 andere Miteigentümer haben so uns verteidigt und ihn auf ihn losgegangen und ihm dann irgendwie gesagt, ja, das so redet man nicht und das hat mit Homosexualität oder irgendwie gar nichts zu tun. Wir sind eine Wohneigentümergemeinschaft. Und diese Art von, in Anführungsstrichen, Allyship wünsche ich mir in allen Teilen meines Lebens, ob das berufliches oder Privatleben ist,
weil nur können wir dann so frei agieren. Dann weiß ich, okay, they have my back. Auch beruflich, klar, also bei Deutsche Bank, so wie auch bei UniCredit, meine Assistentin zum Beispiel, auch bevor ich hierher kam, haben alle in deren Signatur in der E-Mail, sodass sie richtige Allies von Unicorns sind, gehen dann mit Pride Month, planen alle Aktionen. Das ist irgendwie sehr sichtbar und machen dann auch sehr viel mit. Gleichzeitig, it counts, wenn es wirklich auf die richtigen Sachen ankommt. Und deshalb fiel mir diese private Beispiel viel mehr, weil beruflich zum Glück habe ich nicht solche Erfahrungen machen müssen, wo ich dann diese Allyship testen musste. Ich habe da nicht so viel hinzuzufügen, außer dass wir uns unbedingt treffen müssen, glaube ich. und ich kann das auch noch widersprechen. Ich glaube, im Privatleben, also es sind ja zwei Sachen. Ne? Also wir müssen uns ja alle überlegen, was für Werte wollen wir haben, haben wir, welche wir leben. Wenn wir in einer Welt leben wollen, die gleichberechtigte Freiheit haben möchte, dann müssen wir uns auch dafür einsetzen. Und also das ist das Zweite, dass sich jeder überlegen sollte, will, welche Rolle er darin spielen möchte. Und was ich auch immer erlebe, ist, wenn du aber eine persönliche Connection dazu hast, diesen Unterschied. Also seitdem meine Familie weiß, dass ich lesbisch bin, setzen sie sich viel mehr mit dem Thema auseinander. Ich weiß auch im Freundeskreis meiner Eltern zum Beispiel. Das ist auch total schön dann zu sehen und es ist auch total schön zu sehen, wie jetzt meine Mama da jetzt auch viel offener mit dem Thema umgeht und so. Das ist dann schon auch schön. Also ja, wie immer in so, oder so vielen Sachen Begegnung schaffen, nicht nur aufklären, sondern das anfassbar machen. Und dann, ja, dann kommt vieles auch von alleine, hoffe ich. Toll, wirklich. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle Role Models seid. Ich nehme mit, Shivaji und Andrea haben sehr viel gemeinsam. Ihr trefft euch auf einen Kaffee im Glockenbachviertel in München. Ich nehme auch noch mit, die Polizei ist wie gedacht unser Freund und Helfer. Ich glaube, wenn eine Message hier haften sollte, dann ist es, bitte meldet Vorfälle, scheut euch nicht, eine Anzeige zu erstatten, weil Petra, Marco und das Team brauchen einen Auftrag, um handeln zu können. Und die Dunkelziffer ist tatsächlich noch sehr groß. Und Janette, darf ich da nur einen kleinen Satz dazu hinfügen? Also wir alle sollen auch in Anführungsstrichen Allies werden. Es reicht nicht nur, weil wir aus der Community sind, dass wir sagen, wir sind außen vor und wir suchen Allies außerhalb. Wir müssen selber Allies werden. Wenn ihr nicht wohlfühlt, jemanden anderen das zu sagen, kommt bitte zu uns. Und ich kenne das auch von unserer eigenen Community auch. Wir müssen selber auch viel, viel toleranter, viel, viel offener miteinander umgehen. Wir sind nicht so tolerant, wie wir alle dann predigen. Absolut. Und es gibt Fortschritt, aber wie Janneke auch angemerkt hat, es gibt leider auch Rückschritte. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir Panels wie den heute haben. Und vielen Dank für eure Zeit. Janneke, magst du noch ein paar abschließende Worte? Du hast das ganz wunderbar gemacht. Ein dickes Danke an euch alle, virtuell und vor Ort, dass ihr hier dabei seid. Jetzt ist hier nochmal ein Applaus in Hamburg. Das bedeutet uns allen unglaublich viel. Ne? Denn es funktioniert nur mit Allies, es funktioniert nur mit Menschen wie euch. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und wir freuen uns darauf, auch mit euch Vielfalt, Gleichberechtigung beim Pride zu feiern, egal in welcher Stadt. Zu deiner Anekdote, letztes Jahr meine Mama, 75 Jahre, war auf dem Google Pride Truck. Also das war für mich auch ein Highlight. Und dieses Jahr hoffen wir, dass wir euch alle da sehen bei den Pride-Festivitäten. Vielen Dank.